Moinsen, meine Freunde der brasilianischen Herausforderung. Hier ist wieder euer Spex mit einem zweiten Video zu diesem Thema, denn ich habe ja gestern schon ein Video dazu gemacht, zu diesen Quests, die es hier gibt und dem Kostüm und so weiter. Und da habe ich in den Kommentaren festgestellt, dass doch nicht alle Quests allen wirklich klar sind, was damit gemeint ist. Manchmal sind die ein bisschen komisch geschrieben. Das finde ich auch tatsächlich manchmal so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt hier einmal noch alle Quests einzeln für euch durch und erkläre die Schritt für Schritt, was das jetzt jeweils bedeuten soll. Ich habe jetzt auch schon seit gestern, wie ihr sehen könnt, fast alle Quests hier gemeistert. Drei Stück sind noch übrig und ja, zwei davon werde ich heute noch auf jeden Fall erledigen können. Und ja, wir starten jetzt einfach einmal direkt, falls ich dennoch irgendwas, warum auch immer, falsch sagen sollte und ihr sicher seid, dass ich da Mist gelabert habe, korrigiert mich gerne, schreibt das unten in die Kommentare, aber wie gesagt, ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher zu wissen, was die einzelnen Quests bedeuten. Beginnen wir von oben nach unten. Verdiene 120 Punkte in jedem Kampf an 5 Tagen. Ist total dumm geschrieben, denn ich habe gestern einige Runden gespielt, da hatte ich auch einige Runden, wo ich mehr als 120 Punkte in einer Runde gemacht habe, aber auch eben mehrere Runden, wo ich das nicht hatte. Und hier steht ja, verdiene 120 Punkte in jedem Kampf an 5 Tagen. Das ist also eigentlich Bullshit, denn ich, wie gesagt, man muss nur an 5 Tagen hintereinander spielen und mindestens eine Runde haben, in der man 120 Punkte gemacht hat. Ich kann euch das hier nochmal zeigen anhand von irgendeiner Runde hier. Da könnt ihr sehen, das ist ein Ergebnis von mir. 8 Kills, 8 Kill Assist und ganz rechts steht bei mir 130. Das sind insgesamt die Punkte, die damit gemeint sind. Und da muss man es eben schaffen, 5 Tage lang zu zocken und jeden Tag eine Runde zu haben, in der man 120 Punkte hat. Das zweite, öffne 10 kostenlose Kisten, ist hier ganz rechts oben die ganz normale grüne kostenlose Kiste. Die kann man ja alle 6 Stunden einmal öffnen und dann ein zweites Mal, indem man einmal Werbung guckt. Schlachtkisten öffne ich auch regelmäßig, die kostenlose 20er Kiste, wenn die ab und zu aufploppt, aber die scheint hier nicht mit reinzuzählen, habe ich zumindest gemerkt. Und ja, deswegen einfach die kostenlosen Kisten öffnen. Erhalte 2-mal eine Probewaffe. Wurde ich auch gefragt, was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt hier in einem Waffenmenü bin und ich habe irgendeine Waffe ausgewählt, die ich nicht besitze, steht hier links unten Gratisprobe. Da kann man ja einen Werbeclip gucken, um danach die Waffe für eine Runde testen zu können. Das Ganze geht, weiß ich jetzt glaube gar nicht mehr aus dem Kopf, auf jeden Fall pro Waffe einmal die Woche und ich glaube insgesamt alle 8 Stunden oder so kann man sich eine andere Waffe aussuchen. Auf jeden Fall kann man das ziemlich schnell machen. Dann, belege Plätze 1 bis 3 im Siegerteam. Ist eigentlich recht klar, eine Runde spielen, gewinnen und nicht letzter werden aus seinem Team. Erziele 30 Assists, ist eigentlich auch klar. 30 mal Gegner anschießen, sie nicht umbringen, jemand anderes bringt sie um und du bekommst einen Kill Assist. Das eben 30 mal. Schließe 3 Kämpfe mit einem beliebigen Kostüm oder Maske ab. Das ist ja der Abschnitt hier, in dem ihr euch einfach schick anziehen könnt. Da geht ihr hier auf Kostüme, nehmt irgendein Kostüm, was ihr anziehen wollt und dann eben entsprechend hier oben noch eine Maske. Und mit diesem Kostüm und dieser Maske spielt ihr dann entsprechend, wie viele Runden war das jetzt noch? 3 Kämpfe. Genau, 3 Kämpfe mit einem beliebigen Kostüm oder Maske ab. Also eins von beiden reicht. Benutze in einem Kampf 5 Verbandskästen. Das wurde ich tatsächlich auch gefragt, was das genau bedeutet. Ist eigentlich ziemlich simpel, denn ihr habt hier Hilfsgüter. Entschuldigung, da hat gerade meine Stimme versagt. Hilfsgüter. Und dann habt ihr hier die Medikits. Warum auch immer das jetzt hier Medikits heißt und nicht Verbandskästen, keine Ahnung. Also ihr einfach im Kampf, wenn ihr an Leben verliert, 5 Medikits benutzen und die Quest ist schon erledigt. Also eigentlich ganz einfach. Bleibe mindestens 30 Sekunden lang am Leben, ist eigentlich auch klar. Einfach 30 Sekunden lang nicht sterben in einem Kampf. Siege in 5 Kämpfen, ist eigentlich auch klar. Also einfach 5-mal gewinnen. Hebe 20 Waffen auf, das heißt, wenn ihr Gegner umbringt, dann lassen die ja immer ihre aktuelle Waffe fallen, die sie gerade in der Hand hatten. Und die müsst ihr einfach aufheben und das Ganze 20-mal. Schließe einen Kampf ab. Verliere dabei höchstens 5 Leben, heißt einfach eine Runde spielen, in dem Fall ist egal, ob das Team, also euer Team gewinnt oder verliert, ihr dürft nur nicht mehr als 5-mal sterben, wenn ihr da ganz große Probleme habt, dann, keine Ahnung, spielt super defensiv Sniper irgendwo in der letzten Ecke oder so, dass ihr nicht mehr als 5-mal sterbt. Renne 2000 Meter, auch recht simpel, einfach nicht zu viel campen und rumsnipen, sondern einfach rumlaufen, bis ihr eben 2000 Meter weit gelaufen seid in Kämpfen.
Erziele mindestens 8 Erfolge in einem Kampf. Das war ja gestern die Quest, wo ich gesagt habe, schreibt mir das bitte mal unbedingt in die Kommentare. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das genau heißt. Und da kann ich jetzt nur das davon ableiten, von dem, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Weil ich habe eine Runde gespielt und hatte das Ding sofort erledigt. Da war ich selber dann verwundert. Das sollen Erfolge sollen eben Dinge sein wie Doppelkill, Dreifachkill, Vierfachkill. Ich denke mal auch Kopfschuss. Brutal Kill, also diese ganzen Erfolge, die da immer auftauchen. Nicht einfach nur ein Kill, sondern diese Erfolge, die wirklich so auftauchen. Ich glaube, das ist damit gemeint eben. Aber wie gesagt, mir persönlich hat es jetzt überhaupt gar kein Problem gemacht. Ich habe einfach eine Runde gespielt, ohne zu wissen, was das ist, und habe das sofort erledigt. Und das allerletzte, schließe 20 Kämpfe ab, verdiene dabei in jedem mindestens 50 Gunbucks. Es ist ja ganz simpel, wenn man eine Runde abschließt und gespielt hat, dann kriegt man ja am Ende alle möglichen Währungen, je nachdem was gerade so angesagt ist und was es gerade so gibt von ganz auf Boom, und man bekommt ja auch immer Gunbucks am Ende einer Runde. Und dann müsst ihr einfach 20 Runden spielen, indem ihr mindestens 50 Gunbucks pro Runde verdient habt. Also für mich überhaupt gar kein Problem auf Level 50, da bekomme ich, egal wie schlecht ich war, auf jeden Fall immer 50 Gunbucks. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den ganz unteren Leveln ist, das habe ich gerade nicht im Kopf, aber für Leute mit einem etwas höheren Level eigentlich ein ziemlich einfache Quest. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das war alles, was ich euch mitteilen wollte. Ich hoffe, ich konnte damit jetzt dem einen oder anderen etwas helfen, da ich eben, wie gesagt, gestern festgestellt habe, dass da einiges an Unklarheit geherrscht hat. Und ja, sollte ich, wie gesagt, dennoch irgendwas falsch gesagt haben, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder anderen etwas helfen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit den brasilianischen Herausforderungen. Noch einen schönen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!